Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Neben dem HTC One ist das Sony Xperia Z zweifelsohne auch eines der bisherigen Smartphone-Highlights des Jahres 2013. Deshalb wollen wir natürlich auch dieses einmal mit dem neuen Samsung Galaxy S4 vergleichen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Obwohl bei beiden Smartphones ein 5 Zoll Display verbaut wurde, unterscheiden sie sich in den Abmessungen doch merkbar. Das Samsung Galaxy S4 ist mit 136,6 x 68,9 mm nicht ganz so lang und nicht ganz so breit wie das Xperia Z mit 139 x 71 mm. In Sachen Dicke nehmen sich beide überhaupt nichts, beide sind nämlich 7,9 mm dick oder dünn. Das Samsung Galaxy S4 wiegt 130 Gramm und ist damit leichter als das Xperia Z mit 146 Gramm. Allgemein liegt das Galaxy S4 durch das ergonomischere und rundlichere Design deutlich besser in der Hand als das Sony Xperia Z. Bei beiden Geräten wurde, wie schon erwähnt, ein 5 Zoll Display verbaut. Beim Galaxy S4 handelt es sich hierbei um ein Super AMOLED Full HD Panel, das, wie der Name schon sagt, mit 1920x1080 Pixeln bei einer Pixeldichte von 441 Pixel per Inch auflöst. Geschützt wird das Ganze dann von Corning Gorilla Glass der dritten Generation. Auch beim Xperia Z haben wir ein Full HD Display, also dieselbe Auflösung wie beim Galaxy S4 und somit auch dieselbe Pixeldichte, nämlich 441 Pixel per Inch. Sony nennt das Ganze Full HD Reality Display. Unterstützt wird dieses Display noch von der Mobile Bravia Engine 2. Ansonsten könnte man noch erwähnen, dass beim Samsung Galaxy S4 eine Pentile-Matrix zum Einsatz kommt. Das bedeutet, dass ihr theoretisch pro Pixel nur 2 Subpixel und nicht 3 wie etwa beim Sony Xperia Z habt. Das Display des Xperia Z wird durch eine Mischung aus Gorilla Glass und Dragon Trail Glass geschützt. Außerdem befindet sich vorab Werk eine Schutzfolie angebracht. Ansonsten finden wir beim Samsung Galaxy S4 auf der Vorderseite oben die 2 Megapixel Frontkamera, diverse Licht- und Annäherungssensoren, die Hörmuschel und natürlich eine Benachrichtigungs-LED. Beim Xperia Z sieht es ähnlich aus. Auch hier finden wir die 2 Megapixel Frontkamera, eine Benachrichtigungs-LED, Hörmuschel bzw. Licht- und Annäherungssensoren. Auf der Unterseite des S4 dann Samsungs typisches Tastenlayout, in der Mitte der physische Home-Button, links und rechts zwei Touch-sensitive Tasten, einmal für Menü und einmal für Zurück. Beim Sony Xperia Z finden wir überhaupt keine Tasten. Das Xperia Z setzt nämlich auf Onscreen-Tasten. Umso verwunderlicher ist es, dass das Galaxy S4 nicht so lang und nicht so breit ist, denn beim Galaxy S4 haben wir immer die vollen 5 Zoll zur Verfügung, beim Xperia Z nicht. Da wird meist einiges von den Onscreen-Tasten aufgebraucht. Trotzdem ist der Displayrahmen des Xperia Z deutlich dicker. Das hätte man etwas dünner gestalten können, wie zum Beispiel beim Geschwistermodell, dem Xperia ZL. Während der Rahmen des Samsung Galaxy S4 aus Polycarbonat besteht, obwohl er aussieht, als bestünde er aus Metall, besteht der des Sony Xperia Z aus glasfaserverstärktem Polyamid. Was hier gleich schon auffällt beim Xperia Z, sind zum einen diese beiden Kontaktpunkte für eine Docking Station und zum anderen die Tatsache, dass alle Ausgänge bzw. Anschlüsse mit solchen Kappen geschützt sind. Das kann man schließen. Das liegt daran, dass das Xperia Z IP57 zertifiziert ist. Das bedeutet, es ist staub- und wassergeschützt. Dafür eben diese Kappen. Wir finden hier beim Xperia Z zum einen den Micro-USB-Anschluss, zum einen den Einschub für eine Micro-SD. Der 16 GB große interne Speicher kann nämlich erweitert werden. Beim Galaxy S4 hier die Laut-Leise-Wippe, die einen hervorragenden Druckpunkt hat. Auf der Unterseite finden wir beim Xperia Z überhaupt nichts. Beim Galaxy S4 den Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite dann beim Galaxy S4 der Power-Button und beim Xperia Z die lauter leiser Wippe, die auch einen ganz guten Druckpunkt hat, und ein Design-Element dieses Smartphones natürlich hier der Power-Button.
Der ist ja charakteristisch für alle neuen Sony Smartphones bzw. ja auch Tablets. Das Xperia Tablet Z wird auch bald mit diesem Button kommen. Links außerdem noch der Lautsprecher und unter dieser Kappe verbirgt sich der Einschub für eine Micro-SIM-Karte. Auf der Oberseite dann beim Galaxy S4 der Infrarotport, ein weiteres Mikrofon, der 3,5 mm Klinkenanschluss und beim Xperia Z ebenfalls der 3,5 mm Klinkenanschluss. Bei den Rückseiten beider Geräte setzen beide Hersteller wie schon bei den Rahmen auf unterschiedliche Materialien. Samsung setzt auf das altbewährte Polycarbonat. Veredelt wird das Ganze mit dem hauseigenen Hyperglaze-Verfahren und beim schwarzen Modell bzw. auch beim weißen ist das Ganze noch mit einer Hochglanzschicht überzogen. Beim Xperia Z wird auch bei der Rückseite auf Glas gesetzt. Auch auf der Rückseite ist ab Werk eine Schutzfolie angebracht. Das ist positiv, insofern dass das Ganze nicht verkratzen kann, aber auch negativ, denn nach einer gewissen Zeit lässt sich diese Folie nur noch sehr, sehr schwer reinigen. Ähnliches gilt auch für die Vorderseite. Ansonsten finden wir beim Xperia Z einen 2330 mAh starken fest verbauten Akku. Das Gehäuse ist nämlich fest verschlossen. Wir sehen außerdem bei beiden Smartphones auf der Rückseite die Kameras. Beim Galaxy S4 haben wir eine 13 Megapixel Kamera mit einer Blende von f2.2. Beim Sony Xperia Z exakt dasselbe Modul, beide Module stammen von Sony Mobile Communications. Ansonsten finden wir beim Galaxy S4 natürlich hier das Samsung-Logo, ähnlich beim Xperia Z das Xperia-Logo und links unten beim Galaxy S4 dann noch der Lautsprecher. Ich habe es schon in meinen anderen Vergleichsvideos erwähnt. Ein großer Vorteil des Galaxy S4 ist natürlich, dass man die Akkuabdeckung einfach abnehmen kann. Zum Vorschein kommt der 2600 mAh starke Akku, der Einschub für die Micro-SIM-Karte und der Einschub für eine Micro-SD-Speicherkarte. Das Galaxy S4 gibt es mit wahlweise 16, 32 oder 64 GB internem Speicher und der kann natürlich erweitert werden. Sowohl das Samsung Galaxy S4 als auch das Sony Xperia Z sind hervorragend verarbeitete Smartphones. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt und sitzen bombenfest. Das Sony Xperia Z wirkt durch das Glasgehäuse aber etwas wertiger als das Galaxy S4. Das S4 ist aber hingegen deutlich handlicher, da es einfach ein ergonomischeres Design hat. Außerdem wird der Platz besser ausgenutzt. Es ist nicht so lang und nicht so breit wie das Sony Xperia Z und hat trotzdem auch ein 5 Zoll Display. Okay, dann wollen wir nun beide Smartphones endlich einschalten. Wir betätigen bei beiden den Power-Button, sie vibrieren jeweils kurz und währenddessen wie immer die restlichen Daten. Wir haben beim Galaxy S4 als Plattform Android 4.2.2 Jelly Bean mit Samsungs hauseigener Touch with Nature UX, beim Xperia Z Android 4.1.2 Jelly Bean mit Sonys Xperia UI. Als CPU haben wir beim Galaxy S4 den Qualcomm Snapdragon 600, eine Quad-Core-CPU mit 4x1,9 GHz. Beim Xperia Z ist es der Vorgänger, der Qualcomm Snapdragon S4 Pro mit 1,5 GHz je Kern, ebenfalls Quad-Core. Beide haben 2 GB Arbeitsspeicher und LTE. Begrüßt werden wir dann bei beiden Geräten von den jeweiligen Lockscreens. Beim S4 haben wir hier eine personalisierte Nachricht, die man auch ganz weglöschen kann. Außerdem Uhrzeit, Datum und Wochentag sowie die Möglichkeit, die Benachrichtigungsleiste nach unten zu ziehen. Android 4.2 typisch gibt es auch Widgets auf dem Lockscreen, so zum Beispiel das Mail-Widget oder ein Widget von Samsung mit euren Lieblings-Apps. Die kann man ganz frei anordnen und auch wählen. Und wenn ich zum Beispiel in den Internet Browser entsperren möchte, klicke ich einmal drauf, mache diese Wischgeste und schon lande ich eben im Internetbrowser. Was sich auch verändert hat, ist die Entsperranimation. Dieser Welleneffekt vom Galaxy S3 ist nach wie vor drauf, aber standardmäßig festgelegt ist dieser neue Lichteffekt, der definitiv ganz nett aussieht. Beim Sony Xperia Z sieht das etwas anders aus. Wir sehen auch hier Uhrzeit, Wochentag und Datum. Außerdem haben wir hier zwei solche Symbole. Man kann hier zum einen ein Schnellstart-Widget für den Music Player herbeiswipen oder aber direkt in die Kamera-Applikation entsperren. Wenn wir unser Gerät entsperren wollen, machen wir einfach irgendeine solche Wischgeste nach oben und ihr seht auch hier diesen netten Effekt und schon ist unser Gerät entsperrt.
Auf beiden Homescreens navigieren wir natürlich über eine solche Wischgeste und ihr seht schon, nach dem ersten Start ruckelt das beim Xperia Z ganz leicht, denn diese Widgets müssen sich allesamt erstmal updaten. Wenn das geschehen ist, gibt es aber eigentlich kaum mehr Ruckler und auch das Xperia Z läuft ziemlich flüssig, wobei das Galaxy S4 auf dem Homescreen hier etwas flüssiger wirkt. Wenn wir dann einmal in den Dialer hineingehen, wo sich alle Apps befinden, sehen wir, dass beide hier eigentlich ziemlich flüssig laufen, wobei wir immer wieder kleine Mikroruckler haben. Beim Galaxy S4 fällt das vor allem hier dann im Widget Drawer etwas genauer auf. Außerdem sehen wir hier beim Sony Xperia Z die schon erwähnten On-Screen-Tasten für Zurück, Home und Multitasking. Wenn wir auf diese Multitasking-Ansicht gehen, sehen wir natürlich unser Multitasking-Menü, aber es gibt auch diese kleinen Small-Apps von Sony, zum Beispiel eine Taschenrechner-Applikation, mit der man hier dann nebenbei direkt rechnen kann. Man kann das Ganze frei auf dem Bildschirm platzieren und natürlich auch ganz einfach wieder schließen. Unterschiede gibt es auch beim Thema Benachrichtigungsleiste. Wir sehen hier beim S4 die Möglichkeit, die Display-Helligkeit zu steuern und Shortcuts für WLAN, GPS zum Beispiel. Diese Shortcuts gibt es auch direkt beim Xperia Z, aber beim Samsung Galaxy S4 wurde diese Leiste nochmal deutlich erweitert. Fast jede Hardware- oder Softwarefunktion des Galaxy S4 kann man nun direkt über ein solches Shortcut bzw. Toggle, wie Samsung das nennt, steuern. Beim Xperia Z haben wir hier nicht ganz so viele Möglichkeiten. Wir befinden uns nun bei beiden Geräten im jeweiligen Stock-Browser, der sich also von Werk auf diesen Geräten befindet. Beim S4 ist das der hauseigene Browser von Samsung, beim Sony Xperia Z ist es der Chrome-Browser von Google. Was hier auch schon auffällt, sind natürlich die unterschiedlichen Tastaturen. Subjektiv kann ich auf der des Xperia Z etwas schneller und fehlerfreier tippen, aber das ist natürlich Geschmackssache und die Tastaturen kann man ja austauschen. Das ist das Schöne an Android-Smartphones. Was auch noch gleich auffällt, ist, dass die Onscreen-Tasten beim Xperia Z hier natürlich einiges am Platz wegnehmen. Beim S4 hingegen haben wir wirklich die vollen 5 Zoll. Wir wollen jetzt mal bei beiden Geräten spiegel.de laden, eine eher aufwendige Website. Es geht mir auch gar nicht darum zu zeigen, welches von beiden schneller fertig ist, sondern es geht mir mehr um die Performance. Beide haben die Seite nun geladen. Was hier auffällt, beim Galaxy S4 geht das Ganze etwas flüssiger von der Hand. Ihr seht schon, das Xperia Z muss hier immer wieder nachladen. Beim Galaxy S4 wirkt das Ganze, egal ob jetzt beim Scrollen oder hier bei Pinch to Zoom, etwas flüssiger. Das Textrendern geht hier minimal langsamer. Das ist jetzt Kritik auf ziemlich hohem Niveau, aber in dieser Preisklasse ist das natürlich durchaus relevant. Das hat natürlich alles Gründe. Schuld an dem Ganzen in Anführungszeichen ist natürlich der Chrome-Browser. Der ist leider für Android noch nicht ganz so gut wie der Desktop-Browser, aber das war im Vornherein natürlich klar. Was hier auffällt, in Sachen Bildschärfe unterscheiden sich die beiden wirklich kaum. Text ist bei beiden gestochen scharf, obwohl wir beim S4 diese Pentile-Matrix haben. Bei dieser hohen Pixeldichte fällt diese eigentlich nicht mehr ins Gewicht. Der Weißwert ist natürlich beim Sony Xperia Z bedeutend besser technisch bedingt. Was man hier auch noch ganz gut zeigen kann, sind einige Software-Features des Samsung Galaxy S4. So zum Beispiel die AirView-Funktion kann nun dazu verwendet werden, um eine Vorschau bzw. den Finger als eine Art Lupe zu nutzen. Ihr seht schon, der Text wird vergrößert und ich kann das Ganze besser lesen, wenn ich das denn möchte. Was hier auch funktioniert, ist Air Gesture. Ich kann mit meiner Hand einfach hier einmal nach oben bzw. unten wischen und schon scrollt das Samsung Galaxy S4. Das ist ein ganz nettes Feature. Was man im Browser auch gut demonstrieren kann, ist Smart Scroll. Da soll das Gerät erkennen, wie ihr euren Kopf neigt und dementsprechend nach oben oder unten scrollen. Das funktioniert beim S4 noch nicht ganz so gut. Man muss den Kopf schon ziemlich unnatürlich verrenken. Besser funktioniert es, wenn man das Gerät nach oben oder unten kippt. Nun wollen wir uns beide Displays nochmal etwas detaillierter anschauen. Zu bemerken ist, dass sich beim Xperia Z beim Betrachten von Bildern in der Galerie oder beim Anschauen von Videos die Mobile Bravia Engine 2 aktiviert. Die sorgt dann nochmal für deutlich bessere Kontrastwerte, für intensivere Farben. Das sieht dann schon ziemlich beeindruckend aus, aber kommt natürlich nicht ganz an die Kontrastwerte eines AMOLED-Displays ran. In Sachen Schärfe nehmen sich beide wirklich nicht besonders viel, was allerdings auffällt,
Das Display des Sony Xperia Z ist nochmal heller als das des Samsung Galaxy S4. Wir skippen ein Bild weiter und schauen uns den Schwarzwert beider Geräte etwas genauer an. Der ist beim Xperia Z gerade mit Bravia Engine 2 nicht schlecht, kommt aber natürlich technisch bedingt nicht an den Schwarzwert eines AMOLED-Displays ran. Das sollte klar sein. Was man außerdem sagen muss, ist, dass das Samsung Galaxy S4 in Sachen Blickwinkelstabilität wirklich meilenweit die Nase vorn hat. Sobald man das Sony Xperia Z minimal neigt, und ich kann euch sagen, das kommt im Alltag deutlich häufiger vor, als man denkt, werden die Farben ziemlich milchig. Zumindest bei meinem Testgerät. Es gibt auch Sony Xperia Z mit einem Sharp Panel, da ist das Ganze nicht der Fall, aber es ist ziemlich schade, dass hier zwei so unterschiedliche Panel verbaut werden. Bei Videos verschwinden dann beim Sony Xperia Z die Onscreen-Tasten und ihr habt die vollen 5 Zoll zur Verfügung. Wir befinden uns nun bei beiden Geräten im MP3-Player. Welcher einem da vom Interface besser gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Wir haben bei beiden Geräten jeweils die Unterteilung in Interpreten, Alben, Wiedergabelisten, Lieder und so weiter. Alles, was das Herz begehrt. Wenn wir uns mal das Interface beim Abspielen eines Songs etwas genauer anschauen, ihr seht es hier beim Xperia Z und hier auch beim Samsung Galaxy S4, sehen wir auch hier wieder deutliche Designunterschiede. Aber das ist natürlich klar. Auch im MP3-Player kann man beim Galaxy S4 Air Gesture anwenden, zum Beispiel um vorzuskippen bzw. einen Song weiter zurück zu skippen. Ist auch ganz praktisch, ist auch ganz nett. Die Soundqualität mit guten Kopfhörern ist bei beiden Geräten wirklich ziemlich gut. Das Xperia Z hat aber gerade durch das Clear Audio Plus Soundprofil, wenn man dieses denn aktiviert, die Nase etwas vorne, da ist der Sound nochmal minimal besser. Beim Thema Lautsprecher sieht es dann anders aus. Der des Samsung Galaxy S4 ist deutlich lauter, deutlich klarer und deutlich besser als der des Sony Xperia Z. Wir befinden uns nun bei beiden Geräten in der jeweiligen Kamera-Applikation und schauen uns zuerst mal das Interface etwas genauer an. Beim Galaxy S4 sehen wir hier einen wirklich ziemlich großzügigen Auslösebutton und rechts oben die Möglichkeit, direkt ein Video zu starten. Links unten ein Thumbnail zu den zuletzt gemachten Aufnahmen. Wenn wir auf diesen Pfeil klicken, startet eine Live-Ansicht mit diversen verschiedenen Effekten. Es gibt zum Beispiel Graustufen oder auch Sepia und diese nette Live-Ansicht ist da wirklich ziemlich praktisch. Links oben dann die Möglichkeit zur Frontkamera zu switchen und wenn wir dann hierauf klicken, werdet ihr sehen, dass sowohl mit der Frontkamera als auch mit der hinteren Kamera eine Aufnahme getätigt wird. Ihr seht hier die Aufnahme der Frontkamera in diesem netten Rahmen, den kann man frei auf dem Display positionieren oder wir klicken auf diesen Pfeil und man kann das Ganze leicht personalisieren oder auswählen, was einem besser gefällt. Es gibt zum Beispiel auch eine Herzform. Ja, ihr seht, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Durch einen Klick auf das Zahnrad gelangen wir dann zu den ausführlichen Kameraeinstellungen des Sony Xperia Z. Da kann man dann zum Beispiel den ISO-Wert des Galaxy S4 natürlich, da kann man dann den ISO-Wert und so weiter verstellen. Interessant wird es dann aber, wenn man auf Modus klickt. Da werden dann verschiedene Kameramodi, vorinstallierte Modi des Galaxy S4 angezeigt. Es gibt zum Beispiel schönes Porträt, da werden Hautunreinheiten automatisch ersetzt oder versucht wegzuradieren. Es gibt hier bestes Foto, Sound and Shot, da wird ein 9 Sekunden langer Soundclip mit aufgenommen, wenn man ein Foto macht und das Ganze dann zusammengemischt, um das Foto laut Samsung zu beleben. Drama, animiertes Foto, natürlich der HDR-Modus oder der Radierer-Modus. Ganz einfaches Szenario, man macht ein Foto, im Hintergrund befinden sich Passanten zum Beispiel, die vorbeigehen und die kann man dann ganz einfach hier rausradieren. Außerdem gibt es den Nachtmodus für Aufnahmen im Lowlight-Bereich, der ist auch ziemlich praktisch, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Das Interface des Galaxy S4 hat deutlich mehr Funktionen zu bieten, aber auch das Xperia Z muss sich da eigentlich nicht verstecken. Wir schauen uns auch das mal etwas genauer an. Wir sehen hier auch den großen Auslösebutton, können direkt ein Video starten, zur Frontkamera switchen und rechts oben ein Thumbnail zu den zuletzt gemachten Aufnahmen. Links oben dann die ausführlichen Einstellungen. Hier dann
die Möglichkeit, den Blitz zu konfigurieren. Und wenn wir links oben klicken, sehen wir, dass standardmäßig die überlegene Automatik aktiviert ist. Das bedeutet dann zum Beispiel, wenn ich mein Xperia Z etwas näher an ein Gerät, an ein Objekt hinhalte, wird automatisch der Makromodus aktiviert. Oder wenn es dunkel ist, wird der Nachtmodus automatisch aktiviert. Das Gerät erkennt also, in welcher Modus gerade passend ist. Das ist ziemlich praktisch. Wir haben hier oben natürlich verschiedene Modi. Außerdem gibt es auch hier Bildeffekte. Ähnlich wie beim Galaxy S4 in einer Live-Ansicht kann man das hier auswählen. Das ist auch ganz nett, wobei man beim S4 etwas schneller darauf Zugriff hat. Ansonsten kann man hier natürlich auch eine Panorama-Funktion wählen. Es gibt einen Burst-Mode. Man kann mit der Frontkamera direkt ein Video erstellen. Und wenn wir mal hier auf Szene-Wahl klicken, kann man diese ganzen Szenen, von denen ich eben schon erwähnt habe, die sich im Automatikmodus automatisch einstellen, kann man hier auch manuell anwählen. So zum Beispiel für Landschaft oder Nachtaufnahme und so weiter. Welches der beiden ist aber nun in Sachen Bildqualität das bessere? Das ist natürlich äußerst interessant, denn wie schon erwähnt, haben beide 13-Megapixel-Sensoren direkt von Sony. Bei guten Lichtbedingungen sind beide Smartphones ähnlich gut. Die Bilder werden ziemlich scharf. Die Farben der Bilder, die das S4 macht, sind etwas intensiver, aber immer noch realistisch genug. Bei schlechteren Lichtbedingungen hat dann das Galaxy S4 aber die Nase vorne. Das Rauschen ist nicht ganz so stark wie beim Sony Xperia Z und die Kamera kann einfach deutlich mehr Licht aufnehmen. Die Bilder werden heller. Das ist durchaus beachtlich, wenn man bedenkt, dass der Sensor ja eigentlich von Sony stammt. Durchaus interessant, was Samsung aus einem Sony-Kameramodul alles rausholen kann. Bezüglich Gesprächsqualität sind beide Geräte wirklich hervorragend. Das Galaxy S4 ist minimal besser, aber das fällt kaum auf. Kommen wir zum Thema Akku. Das ist natürlich immer stark subjektiv und hängt davon ab, wie der Nutzer sein Gerät beansprucht. Ich kann nur sagen, dass ich mit dem Galaxy S4 etwa 15-20% längere Akkulaufzeiten als mit dem Sony Xperia Z geschafft habe. Mit dem Galaxy S4 sollte für die meisten Nutzer 1,5-2 Tage Akkulaufzeit überhaupt kein Problem sein, aber auch mit dem Sony Xperia Z sollten die meisten absolut problemlos durch einen Tag kommen. Kommen wir nun wie immer zu einem kurzen abschließenden Fazit. Was spricht also für das Samsung Galaxy S4? Definitiv das handlichere und ergonomischere Design. Obwohl wir hier Tasten unter dem Display haben und auch ein 5 Zoll Display, liegt es wirklich unglaublich gut in der Hand und deutlich besser als das Xperia Z. Wir haben das Display mit den besseren Kontrastwerten, dem besseren Schwarzwert und natürlich auch der deutlich besseren Blickwinkelstabilität. Außerdem hat die Kamera Vorteile im Lowlight-Bereich und der Lautsprecher ist deutlich besser. Auch die Akkulaufzeit ist beim Samsung Galaxy S4 besser als beim Xperia Z und für einige ein wichtiger Punkt, der Akku ist beim Galaxy S4 austauschbar. Es gibt aber auch einiges, was für das Sony Xperia Z spricht, so zum Beispiel das wertigere Glasgehäuse, das hellere Display mit dem besseren Weißwert oder die Tatsache, dass es wasser- und staubgeschützt ist. Wenn es zum Beispiel mal schmutzig ist, kann man es einfach schnell unter den Wasserhahn halten, überhaupt kein Problem. Außerdem hat es mit Kopfhörern den besseren Sound, die bessere Soundqualität und überzeugt da etwas mehr. Alles in allem sind beides aber wirklich hervorragende Smartphones. Das Samsung Galaxy S4 liefert das etwas bessere Gesamtpaket, ist aber auch schon wieder 3 Monate älter, jünger natürlich oder älter, je nachdem wie man das sehen mag, als das Sony Xperia Z und Stand heute natürlich auch noch teurer. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Abschließend kann man aber sagen, dass man wirklich mit beiden Geräten nichts falsch macht. Beide zählen momentan im Android-Bereich definitiv zu den besten Smartphones. Leute, das war's auch schon wieder von diesem ausführlichen Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S4 und dem Sony Xperia Z. Solltet ihr euch jetzt für eines dieser beiden Smartphones detaillierter interessieren, gilt wie immer, ich blende euch den Link zu meinen ausführlichen Reviews ein, die könnt ihr euch dann ja anschauen, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, das Video hat euch gefallen und sage wie immer ciao, bis zum nächsten Mal.